So, wir gucken in jeden Raum. Ja, wir sind einfach so frech. So. Huch! This must be Chloe's parents' room. Man, I am nosy today. Da ist jetzt ein Vogel dagegen geflogen. Moment, den Vogel gucken wir uns zuerst an. Hier, anziehen. Nein, ist der tot? Oh shit, poor thing. I bet I could do something to save it. Sollen wir den wirklich retten? Ja komm, wir probieren's. Wir öffnen mal. Also das bringt jetzt natürlich nicht viel. Jetzt ist er ja schon tot. Poor thing. I bet I could do something to save it. Dann spulen wir mal zurück. Das ist der Zeitpunkt, wo wir das Fenster... Aber der Vogel ist ja, liegt ja schon tot da. Jetzt spulen wir nochmal zurück. Wupp. Gut. Dann machen wir jetzt schnell auf. Zack. Wow. Und wir haben den Vogel gerettet. Weißt du nicht, ob das gut ist? Aber naja, wir können den Vogel doch nicht sterben lassen. Dog tags. Sweet. David Madsen. Ja, Madsen David. 5 für 0 positiv Baptist. Okay. So. Buch. Ansehen. Was ist das für ein Buch? Act, React or Die. A 21st Century Survival Guide. Okay. Wow. Apocalypse Self-Help. Ja. Ketten. Oh my. Chloe made this for Joyce on Mother's Day years ago. I see why she would keep it. Wir gucken natürlich auch in den Schrank rein. Joyce still works at the diner. And Chloe's new dad is a security guard. Uh-oh. Okay, also wir wissen, ich weiß jetzt, dass es der David Madsen ist und man hat es auch gemerkt, weil die einfach hier, ja. Ja doch, man hat schon gemerkt. Schalten wir mal ein, weil wir sind so. Ja, so, gucken uns das an. Uh-oh. The prices are late on their bills. Oh je. Überfällig. Arcadia Hypotheken. David und Joyce Madsen. Arcadia Bay, Oregon. Okay. $4,339 im Rückstand. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut. So. Aber es geht uns nichts an eigentlich. Aber die Max guckt sich natürlich alles an. Komm, wir schalten wieder aus, weil wir wollen keine Spuren hinterlassen. Joyce looks happy. Chloe's stepdad might not be a douchebag after all. Ja, und spätestens hier wissen wir es, dass es der David Madsen ist. Gut, und die Chloe, so betont man es richtig, die Chloe sieht hier nicht sehr glücklich aus. Chloe. Was haben wir noch? Ein Bett. So, das Haus, muss ich sagen, ich meine hier, das sieht nicht alles so schön aus. Oh, hallo Vogel. You've been resurrected, Birdie. Fly, be free. Tja. Ob das so gut war. Huch. Was haben wir hier hinten? Naja, weiß man nicht. Okay. Joyce always loved her mail order catalogs of useless crap. Süß. Okay, gut. Dann werden wir das Zimmer verlassen. Wir hätten da nicht reinschauen dürfen. Wir hätten wahrscheinlich eigentlich auch den Vogel nicht retten dürfen. So. Aber wir gehen nach unten. Runtergehen. So, und wir befinden uns nun im Erdgeschoss des Hauses und wir müssen die Garage aufsuchen, damit wir Werkzeug hier finden für die Reparatur von Max Kamera. Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Okay, urgent. Ja, es sieht so aus. Ach hey. Ihre Abrechnung ist beigefügt. Dringend. Elektrizitätsabrechnung enthalten. Überfällig. Okay, ja, also es sieht so aus, als hätten die... So, da gehen wir noch nicht rein, weil ich glaube, da geht's in die Garage. Sieht so aus, als hätten die leichte Geldprobleme. Ja, also wir haben hier Rechnungen, die noch nicht bezahlt sind. So, gut, hier sind ein paar Bilder, Fotos. Now this is the Chloe I remember. Always smiling and laughing. Not so much anymore. Oh. Okay. Bilder aus der Vergangenheit. Huch, Kate hat uns geschrieben. Cool, das gucken wir uns gleich an. Danke nochmal für deine Hilfe, Max. Kein Problem, der Typ ist ein Arschloch. Ach süß, ja, die Kate hat sich bedankt, weil wir ihr geholfen haben. Anrufbeantworter. Gucken wir mal an. I love that they have the same old answering machine. And there's a message.
Wir können uns die Nachricht ja anhören, weil wir können dann wieder zurückspulen. Komm, das machen wir auch. I haven't seen this place in 5 years. Seems like forever. Told me he saw you near that garbage dump. Now I've ordered. Told you to stay away from that place. It's dangerous. And you got no idea what kind of scum are living out there. Stay away. I'm serious. Das hat gar keine Konsequenzen. Komm, wir spulen trotzdem zurück. Das wundert mich, dass das keine Konsequenz hat, weil normalerweise würde es ja anzeigen, wenn die Aktion Konsequenzen hätte. Wenn wir hier die Nachricht einfach... Komm, wir schalten das Licht ein. Wenn wir die Nachricht einfach abhören, dann ist die ja weg. Dann ist die ja gelöscht vom Anrufbeantworter. Das hatte normal schon Konsequenzen. Das ist komisch. Fernseher? Ah, den können wir einschalten. Oje. Also das ist auf jeden Fall Full HD, ne? Die neuesten Texturen hier wird berichtet über die Küste. Okay. Ja, sieht man nicht wirklich viel. Komm, wir schalten das Ding wieder aus. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Hier Frühstücksflocken. Gut, der Abwasch, naja, ist halbwegs sauber gemacht. Das ist okay. Und hier wieder ein Foto. Gucken wir uns natürlich gleich an. Joyce still works at Two Wells Diner. Best damn burgers in Arcadia. I better get one soon. Okay, und die Joyce, das ist wahrscheinlich die Mutter von Chloe. Two Wells Diner. Homestyle Cooking. Also gekocht wird da wie zu Hause, ne? Schön. Ah, und hier. Ach, das kann ich auch lesen, sehe ich gerade. Hausmannskost, ja genau. Hausmannskost. Und hier eine Einkaufsliste. Müsli, Milch, Erdnuss, Butter, Schokolade, Kuchen, Öl, Bananen und Toilettenpapier. Ja. Schön. Haben wir jetzt alles angesehen? Joyce still works at Two Wells Diner. Ja, wir haben alles angesehen. Best damn burgers in Arcadia. Kann ich den Kühlschrank auch öffnen? I better get one soon. Nö. Schade, ich wollte mir jetzt hier ein Brot schmieren. Geht aber offensichtlich nicht so. Jetzt haben wir hier noch einen Kamin. Ach, schön. Ah, da kann ich nach draußen gehen. Und das werden wir uns natürlich auch ansehen. Komm. Ach, man kann hier so viel... I can feel autumn pushing out the summer. Ja, genau. Man kann hier so viel herumlaufen, sich ansehen. Und da oben ist eine Überwachungskammer. Boah, der Typ, ne? Ein Grill. William used to grill awesome burgers for us. I wonder if he was the last one to use this. Also der Will, das ist nicht der jetzige Vater, das scheint dann der wirkliche Vater von Chloe zu sein. Mit dem ja offensichtlich irgendetwas passiert ist. Und hier liegt eine Bierflasche im Garten. Grab. We made this grave for Chloe's kitty. Poor Bongo. He never saw that car coming. Oh, wie süß. 1999 bis 2008. Ein Grab von einem Haus. Ja, ach süß. Und hier, eine coole Zeichnung. That took Chloe and me the whole day to draw. It's almost invisible now. Ja, wenn es hier raus in der Sonne steht, dann wird es natürlich ausgeblichen. Was sind das für Vogelschwärme da oben? Okay. Eine Schaukel. Können wir uns da draufsetzen? Ja, wir gucken sie mal an. I love this swing. William made it just for me and Chloe. Komm, wir setzen uns hin. Und genießen. What do you truly want to do when you grow up? Max, I'm already grown up. What about you? Travel. That would be awesome. Explore the world. Go far from here. Far from me? Thanks a lot, dude. Dude, you would totally come with me. I need a bodyguard for our adventures. I would be like Lara Croft, except real. That would be majorly cool. Totally. We'd have cars and boats and planes all over for instant escape. And no adults could tell us what to do. Count me in. What would you do while I was bodyguarding you? Maybe take pictures of our adventures. I would love to be a photographer. As if I ever could be. What are you talking about? Max, you are a photographer. Your pictures could be in a museum. Someday they will. I believe in you. Ja, und wir wissen alle,
mittlerweile, dass nicht alles so gekommen ist, wie sich das die junge Max und die junge Chloe zusammengereimt hat. Aber das ist öfter so. So spielt leider das Leben. Das ist so. Als Kind hat man Träume, hat man Visionen, da will man wirklich Dinge bewegen, beziehungsweise man will wirklich seine Träume verwirklichen. Aber je älter man wird, desto mehr merkt man meistens, also es ist meistens so, dass man diese Träume gar nicht verwirklichen kann, die man da als Kind hat. Und manche machen das Beste draus, die versuchen dann einen größten Teil ihrer Träume zu verwirklichen, aber viele stürzen eben dann einfach, man kann sagen, stürzt einfach direkt ab in diesen täglichen Trott der Arbeit. So tranquil here. Like a Japanese garden in Oregon. Ja, genau, Max. Also die verlieren dann ihre Träume komplett aus den Augen. Und ja, das sollte nicht passieren. Man muss das wirklich vermeiden. Man sollte auch versuchen, wenn man älter wird, immer noch seinen Träumen irgendwie in irgendeiner Art und Weise nachzujagen. Natürlich geht nicht alles. Ja, dieser Klassiker Astronaut. Es kann nicht jeder Astronaut werden. Aber die Möglichkeit besteht trotzdem, dass man es zumindest versucht. So, gut, wir öffnen hier mal die Tür wieder und gehen wieder rein, weil ich glaube, im Garten draußen haben wir alles gesehen. Oh. Also die Pflanze, glaube ich, hat auch schon schönere Tage erlebt. Magazine. Yum, that looks tasty. I do miss Joyce's cooking. Okay. Foodcard Monatsblatt. Heiße Reifen, Holzofen, Pizzawagen. Was? Ja, okay, wie auch immer. So, können wir da mehr? Nö, das andere können wir nicht lesen. Gut, hier scheint, das ist alles schön voll gekritzelt. Okay. Ah, das sind Donuts. Komm, greif zu. Ach komm, Max, du kannst doch wohl hier einen Donut essen. Was ist das hier? I'd love to go to Paris too. At this rate, they'll be lucky to get to Portland. Okay. Gut. Da oben sieht man auch hier die Lampen. Nur eine der drei Lampen funktioniert. Also ich glaube nicht, dass das so eingeschaltet ist. Die anderen sind einfach ausgebrannt. Also es sieht so aus, als würde sich der... Boah, wie heißt denn jetzt überhaupt? Huch, falscher Knopf. Jetzt ist mir der Name entfallen. Wie heißt der Typ nochmal? Der David. Stimmt. Es scheint, als würde sich der David nicht wirklich viel um das Haus kümmern. Aber hier, okay, hier ein großer Fernseher. Alles irgendwie so dreckig. Oh, ein Foto. If I took this picture, the deer would be standing on your ass. Ach, Max. Solche Fotos darf man schon machen. Das ist schon okay. So, oh. Damn, it's the couch. We used to pretend it was a pirate ship. Looks like a shipwreck now. Ja, ich glaube, die hat wirklich schon mal bessere Tage. Huch, was können wir da noch ansehen? Die hat wirklich schon mal bessere Tage erlebt. Und oh, ein Fleck. Schön. Hey, I remember that stain. Chloe and I knocked over Joyce's wine bottle and we scrubbed forever, but it never came out. We got so busted. Tja, ja, das ist Wein ist immer gefährlich, ne? Die Flecken gehen nicht raus. Aber da sind auch überall Flecken, also irgendwie ist das alles so richtig, richtig dreckig. Bücher. I guess they're aging, these books. Ja, genau, die werden dann besser. Je länger sie hier liegen, desto besser werden sie, klar. Und hier ist auch die Pflanze. Die ganzen Blätter fallen runter. Und hier ein paar altes Geschirr und ein paar Trophäen, wie es aussieht. Ah, da draußen ist die Garage. Okay, ich dachte mir, Moment, dann werden wir die eine Tür doch noch öffnen. Ich dachte, dass es hier zur Garage geht. Machen wir die Tür doch mal auf. Nope, someone locked it from the other side. Okay, ja. Dann machen wir die Tür eben nicht auf. Na gut. So. Dann laufen wir weiter. Guck mal in die Garage. I should be able to find the tools I need here. Regal. Gut, wir schauen uns etwas Nothing. Um. This is so lame. Was? Wieso ist das erbärmlich, wenn du hier nicht auf Anhieb die Werkzeuge findest, die du brauchst? Boah. Alter! Das scheint hier der Lagerraum zu sein. Look at all that food. That's like enough spam for 100 years. Ja, also der hat wirklich... Ach, und das ist alles Reis. Okay. Ja, also der David, der scheint ja wirklich hier... Ja, durchaus... Er will vorbereitet sein. Sagen wir es mal so, ja.
Aber es ist ja nicht mal hier in so ein Atomschutzbunker oder sowas. Oh, ein altes Auto. Check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Naja, aber so toll sieht das Ding jetzt nicht aus, muss ich sagen. Ist ja eher etwas kaputt. Ah, und hier ist die Tür. Und jetzt können wir sie aufmachen. Ja, genau. Super, Max. Das hast du toll gemacht. Du hast die Tür aufgemacht. Wow. Voll toll. Voll gut. Was haben wir hier sonst noch so herumliegen? Eine Trophäe. Poor little dear. It's not enough to kill you. They have to display your head. Ja, das macht man leider so, Max. Das ist halt so, ne? So. Akten. Ansehen. I wonder what's in those files up there. Ach, Mensch. Butterfingers. Ah. Ja, Moment, wir gucken uns die Fotos an. Kate Marsh. Why the hell would he have pictures of her? Okay, this is getting totally weird. Okay. Kate Marsh, sie weiß etwas. Wieso macht der David Fotos von der Kate? Parkplatz der Blackwell Academy, 15:17 Uhr. Ja gut, wenn die Tat Konsequenzen haben wird, dann spulen wir natürlich lieber wieder zurück, weil der David soll nicht merken, dass wir hier waren, klarerweise, weil man merkt ja, der hat ja schon ein bisschen ein Problem mit uns. Ja, wir sind ja in der Schule ein bisschen zusammengekracht, als er die Kate hier interviewt hat, sagen wir es mal so. Und darum sollten wir aufpassen, dass wir hier nicht auf jeden Fall Dinge machen, die wir später bereuen. So, gucken wir da mal rein. Okay, mehr Essen. Ein Laptop. Ansehen. This must belong to Chloe's stepdad. Sollen wir, komm, da hacken wir uns rein, oder? Das machen wir. Zack. No password. Oh. Like it would help me find tools anyway. Ja, lesen wir mal. David Madsen, gesperrt. Passwort eingeben. Nicht David Madsen, entsperren. Ja, toll. So. Ja, ich will aber hier trotzdem. Ich will mich da anmelden. Gut, geht scheinbar nicht. Oder kann ich das benutzen? No password. Like it would help me find tools anyway. Okay. Gut, geht uns offensichtlich nichts an momentan. So, Werkzeuge, was haben wir hier alles? These are way too big. I need tiny tools for that camera. Ja gut, ich meine, wenn du geschickt bist, liebe Max, dann kannst du auch mit dem Werkzeug deine Kamera irgendwie reparieren. Ja, also das Reparieren beschränkt sich dann natürlich auf zertrümmern und eine neue Kamera kaufen, aber das wollen wir ja auch nicht. Wow, ein Fernseher. Schon wieder Konsequenzen? Should I switch this on? Ja, komm, schalt mal ein. What the? Chloe's stepdad actually installed cameras in the room. Gut, die eine haben wir ja gesehen draußen. This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Komm, wir schalten wieder aus und wir spulen wieder zurück, einfach damit der. Also ich kann den Schrank. Ah, die Karte. Moment, die Karte gucken wir uns noch an. Huch. Ansehen, genau. Wowzer, a map of Blackwell Academy. I wonder why. Blackwell Academy, Platzierung der Kameras. Okay, also da will der David anscheinend überall die Kameras platzieren. 2, 4, 6, 8, 10. Also ja, ich will es gar nicht genau zählen. Und vor allem hier auch im Schülerheim. Das geht natürlich gar nicht. Ja. Hier rechts im Schülerheim, da kann man keine. Nein. Ich meine, gut, genau da wär's notwendig, am notwendigsten, aber trotzdem, das geht nicht. Man muss einfach die Privatsphäre von Leuten auch respektieren. So, ich würde sagen, ich glaube nicht, dass der Fingerabdruck gelesen kann, von dem her, komm, wir schließen den Kasten wieder. Müssen wir nicht zurückspulen. Ist nicht unbedingt notwendig. So, was haben wir hier noch? Hier liegt ein bisschen Pappkarton herum. Ah, da oben sind Werkzeuge. So, die lassen wir erstmal noch da oben. Wir schauen uns weiter um. Yes, score. Ja, gut, also der, wer da geschossen hat, der hat wirklich, der schießt gut. Ah, ein Waffenschrank. Und es scheint einen zu fehlen. One of these guns is missing. I hope Chloe's stepdad isn't packing heat. Tja, das schalten wir lieber wieder aus, weil nicht, wir wollen, wie gesagt, keine Spuren hinterlassen. Eine Schublade. Gucken wir mal rein. Chloe's stepfather is this asshole from Blackwell? You've gotta be shitting me.
Naja, das haben wir aber vorhin schon gewusst, oder? Max, wir können doch eins und eins zusammenzählen. Ach, Max, du kannst doch hier nicht so überrascht sein. Blackwell Academy, Sicherheit, David Madsen. Vor allem, wenn der bei der Sicherheit arbeitet, wieso hat der seinen Ausweis nicht mit? Der muss er doch... Oh, ah, der war auch ein Kriegsveteran, wie es aussieht. Hier mit dem Bart, ne?